Wissensdurst. Speicherstraße. In der Speicherstraße am Dortmunder Hafen steckt großes Potenzial. Seit einiger Zeit tut sich hier etwas. Was genau, das zeigen wir euch in dieser Folge Wissensdurst. Die Speicherstraße, unterteilt in einen nördlichen und südlichen Abschnitt, liegt am Dortmunder Schmieding- und Stadthafen und ist somit Teil von Europas größtem Kanalhafen. 1899 von Kaiser Wilhelm II. Eröffnet, werden hier seit über einem Jahrhundert Güter umgeschlagen. Nun wird der Hafen an diesem Randbereich städtebaulich weiterentwickelt. Unter dem Konzept Quartier für alle planen Deport 21 und die Stadt Dortmund unter Beteiligung der Dortmunder Bevölkerung auf ca. 13,5 Hektar Entwicklungsfläche ein modernes und attraktives Stadtquartier mit Unternehmen aus der Digital- und Kreativwirtschaft, Bildungseinrichtungen und Freizeitmöglichkeiten mit gastronomischen und kulturellen Angeboten. Auf der südlichen Speicherstraße sind erste Bauvorhaben bereits auf der Zielgeraden. In 2023 beziehen das Fraunhofer Institut, die Akademie für Theater und Digitalität sowie der Heimathafen Nordstadt ihre Gebäude. Außerdem entsteht hier der Lansing Mediaport in alten Speichergebäuden mit Büro-, Veranstaltungs- und Seminarflächen. Auf der nördlichen Speicherstraße entsteht die Quartiershalle, die das Stahlgerüst der ehemaligen Knauf-Interfair-Halle integriert. Ein weiterer Ort für Gastronomie, Kultur und Start-ups. Auch das Raiffeisen-Silo bleibt erhalten und findet einen Platz in der Planung. Gerade hier wird deutlich, dass durch Sanierung und Neunutzung der hafentypische Charakter erhalten bleibt. Verbunden werden nördliche und südliche Speicherstraße wasserseitig durch eine Hafenpromenade, die mit Sitzmöglichkeiten zum Verweilen einlädt. Insgesamt sollen dort einmal mehr als 4000 Menschen arbeiten. Ihr seht, die Speicherstraße wandelt sich und behält dennoch ihren charakteristischen Charme.